Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des wunderschönen Spiels für Jung und Alt und die ganze Familie Prison Architect. Und ich muss mir gerade überlegen, was ich heute denn so bewältigen möchte. Mal kurz Pause. Da sind unsere Kollegen bei Mampfen. Hier, die ganzen neuen auch schon mit am Start. Unser Strom hält auch noch ein bisschen, sieht man hier. Wasser sowieso. Und ich würde sagen, zuerst durchsuchen wir mal den ganzen Kram, der hier wieder rumsteht, weil, wie wir wissen, das meiste wird reingeschmuggelt durch die Küche. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hat, ne? Wir haben auch schon wieder ein bisschen Geld, wir haben schon wieder 259 Kohle, Kohle, Kohle. Und von dem her würde ich sagen, wir könnten da unten, oh, aber man sieht da oben, ne? Unser Danger Level ist rising. Das heißt, unser Chief hat entdeckt, dass es hier ein bisschen gefährlich werden könnte. Und wir machen hier noch ein Türchen rein. Hätte ich mal gesagt. Türchen. Wo ist denn das Türchen? Da. Machen wir noch ein Türchen rein. Ein kleines nettes Türchen. Und als nächstes machen wir wieder ein bisschen Forschung, wenn wir die Zelle da fertig haben. Ne? Dann haben wir da bloß noch drei Leute drin. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen angenehmer für die. Machen wir mal wieder so mittelschnell. Mittelschnell ist eigentlich eine ganz gute Geschwindigkeit, so zum Spielen auch. Und ganz schnell ist höchstens für eine Nacht dann irgendwie sinnvoll. Ansonsten ist das auch nix, ne? Ich könnte ja auch einen Common Room für alle reinmachen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Dass die Kinder sich mal ein bisschen entspannen können. Aber ich will eigentlich nicht so richtig. Und deswegen lasse ich das, glaube ich, mal so. Also ich mache da noch einfach eine ganz normale Zelle rein. Ey, da randaliert doch wieder irgendwo jemand. Ey, bist du aufs Maul, Alter? Ja, hier gibt's jetzt Knüppel aus dem Sack. Fox will fliehen. Gib's ihm, hart und schmutzig. Mann, ich muss echt mal noch mehr Wachen einstellen. So. Fox kriegt dafür erstmal, er muss hier bestrafen, ne, damit die Leute dann auch nicht so, ich gehe mal ein bisschen weiter raus, dann ist es nicht so laut. Dann brüllen die nicht so laut. Der hat ja einfach den Worker geschlagen, der hier rumstand und die Tür bringen wollte. Das ist ganz schön gemein. Das ist ganz schön gemein von dem Kollegen Fox. So, da draußen ist das Zeug durchsucht. Ich mache hier mal, nein, stopp, Wache, du kannst hier runter mal. Ein bisschen dafür Ordnung sorgen, so ein bisschen Präsenz zeigen. Das wäre echt ganz gut. Ne? So, da kommt auch schon wieder der Worker und macht hier weiter. Wir durchsuchen jetzt einfach mal hier mal so langsam die Zellen wieder Stück für Stück, weil die Leute ja doch ganz gerne irgendwie Sachen dabei haben und wir müssen einfach dringend noch einen Polizisten einstellen. Also einen Polizisten, ne? Eine Woche müssen wir einstellen. Das wird ziemlich wichtig, weil wir haben zwar ordentlich Cashflow, aber wir haben halt nur drei Wachen für 16 Gefangene. Das ist ein bisschen wenig, ne? Muss man mal sagen. Das ist nicht gerade viel. Machen wir mal wieder Medium. Und dann wirklich, das nächste Mal, wenn wir 500 Kohle haben, müssen wir erstmal eine Wache einstellen nochmal. Sonst wird... Oh, 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 oh. Da habe ich doch gesehen, da hat jemand was dabei. Verbotene Substanzen. Oder wie, oder wo, oder was, ne? Müssen wir gleich mal schauen. Besucht. Ja, Pillen hat er dabei. Der olle Stinker. Und da prügelt sich schon wieder einer mit einer Wache. Das gibt's überhaupt gar nicht. Da unten auch, da unten auch. Scheiße, jetzt geht's aber richtig zur Sache hier. Wo sind denn meine Kollegen? Ihr zwei Guards, ihr müsst jetzt mal alle hier runter. Alle hier runter. Alle hier runter. Da gibt's große Prügelei, da müssen wir jetzt voll gleich durchziehen. Das dürfen wir nicht so lassen. Auf keinen Fall. So, und ihr geht jetzt mal beide hier hin und, ich muss echt, das hier erforschen. Bureaucracy. Das hier muss ich erforschen, damit ich meine Wachen, einstellen kann, wo die dann stehen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ne?
glaube ich. So, wir haben schon wieder 350 Dollar und wir haben ein bisschen, wir kriegen ein bisschen weniger Geld jetzt. Ich weiß gar nicht warum. Ich verstehe das nicht so ganz gerade. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Da draußen steht auch wieder, da steht wieder so eine nutzlose Wache rum. Das ist dumm, wenn man die mal von Hand reinschicken muss. Deswegen muss ich echt dieses Deployment, Deployment muss ich echt erforschen. Das wäre wirklich wichtig, dass ich das erforscht habe. So, und ich muss jetzt hier wieder genau auf meine Gefangenen achten, weil wir wissen ja, die Mensa-Kontrolle hat gewirkt. Und wir haben da immer Sachen gefunden, die wir denen abnehmen konnten. Und das ist ja definitiv gut, weil die immer jetzt Zeug kurz zeigen, was sie dabei haben. Also ihre Waffen oder ihre Drogen oder ja, was halt sonst so anfällt, ne? Bohrer und ähnlicher Kram. Und wir haben schon fast das Geld für eine Wache. Und wenn wir die Wache haben, wie gesagt, dann kommt erstmal das Deployment. Also wenn wir erstmal wieder 1000 Dollar sammeln, damit wir da ordentlich was erforschen können. Also unser Chief Officer. Jetzt schauen wir gerade mal, wie der Plan für heute aussieht. Okay, es kommt nichts mehr außer Schlafen. Da schlafen auch schon die Ersten. Ich würde dann gerne noch ein paar Zellen durchsuchen. Weil die Leute ja jetzt auch nichts mehr machen. Also von dem her, sie sind ja eingesperrt. Da kann ja nichts mehr schief gehen eigentlich. Und es ist dann vielleicht ganz gut, wenn man noch ein paar Zellen durchsucht, solange man noch die Möglichkeit dazu hat, weil ich möchte ja auch nicht aus ihrem Schönheitsschlaf wecken. Da, Knüppel, da hat einer Knüppel dabei. Punish him. 12 Stunden Solitary, Wichser. Bam. In your face, Hässlichkeit. So, dann wird der Kollege nochmal durchsucht. Da schnarcht's überall schon. Und die Wache darf jetzt nochmal... Wache? Hallo? Wo gehst du denn hin? Komm doch mal hier runter. Kleine Wache. Und dann geh mal hier runter und schau mal, wie es da aussieht. Ob da schon jemand... ob da noch jemand wach ist? Ja, der Kollege hier. Dann suchen wir doch auch gleich mal die Zelle von dem. Den hier hatten wir vorhin schon, glaube ich. Du sollst ihn durchsuchen. Naja, gut. Wir können jetzt auf jeden Fall... nochmal eine Wache einstellen. Hier rein. Nee. So. Nochmal eine Wache mehr und ihr seht, unsere Einnahmen sinken gleich um 100 Dollar am Tag. Ist ja klar. So, dann müssen wir den hier wieder in seine Zelle zurücklassen. Hier liegt Rubble rum. So, ich habe gerade eine Idee gehabt und zwar, die graben sich ja gerne mal durch das hier hinten rum. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal mit meinen Wachen hier hinten lang patrouillieren. Und schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Löcher gibt oder irgendwelche Gänge oder ob ihnen da irgendwas auffällt. Das wäre ja möglich. Und die eine Wache kann eigentlich gleich wieder zurück und einmal nach ganz außen. Die haben ja nichts zu tun nachts, die Stinker, die Faulen, ne? Und deswegen würde ich sagen, dass die mal hier hinten langlaufen. Okay, es sieht ganz gut aus. Es gibt, glaube ich, bisher keine Löcher im Boden, durch die die Kollegen Gefangene abhauen könnten. Und meine andere Wache geht jetzt auch nochmal hier hin und schaut nochmal von ganz außen drauf und prüft das mal. Es sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir haben keine Probleme momentan. Und wie gesagt, jetzt sparen wir auf das Deployment, damit wir unsere Wachen einstellen können. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass wir immer eine hier haben. Vielleicht eine in jedem Zellentrakt, dann eine noch irgendwie in der Kantine oder so. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Und hier stellen wir die Tür jetzt nochmal auf normal. Also die darf jetzt auch zugehen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, und damit unsere Gefangenen auch ein bisschen Spaß haben. Was Spaß in Anführungszeichen, ne? Wir sind ja nicht zum Spaß. Ne? Ist ja eine ernste Angelegenheit hier. Würde ich sagen, wir machen jetzt vielleicht doch nochmal so einen Erholungs-, also so einen Raum, wo sie sich dann ausspannen können in ihrer Freetime. Und jetzt muss ich gerade mal bei Rooms schauen, wie dieser Raum gleich wieder heißt. Execution war es, glaube ich, nicht, ne? Nein. der Common Room. Genau.
Dann machen wir hier so einen wunderschönen 4 Meter breiten, 1 Meter breiten, 4 Meter lang. Obwohl, eigentlich kann er sogar 6 Meter lang sein. Common Room. Und hier machen wir so, das hier ist der Common Room hier. Ist nicht besonders schön, aber es ist nichtsdestotrotz ein Common Room. Momentan ist da noch überhaupt nichts drin. Aber ich glaube, ich mache ihn jetzt zur Feier des Tages irgendwie mal ein Bücherregal rein. Ja, so hier so ein Bücherregälchen hin. Und da auch, damit sie mehr lesen können, die Gefangenen. So. Hier dann Bücherregal. Mann, da werden sie sich freuen. Haha, da werden sie Augen machen, wenn sie aufstehen und dann sowas sehen. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern am gleichen Tag für so einen Gefangenen. Wenn er endlich mal eins von 10 Büchern lesen. Oh, ein Bohrer im Salat. Der Salatbohrer war hier mal wieder am Werk. Warum hat denn der sein Bücherregal fallen lassen? Nicht, dass es kaputt ist. Mann, das teure Bücherregal. $30 gekostet. Aber er hat es wieder mitgenommen und ich glaube, es ist auch noch intakt. Jetzt kann ich gleich mal meinen Workman reinlaufen und ein bisschen für mich scouten quasi. Und jetzt haben wir da ein Bücherregal und da unten ein Bücherregal. Es ist so ein Luxusknast bei mir. Das ist der Wahnsinn. Also ich würde hier direkt einziehen in so eine Zelle. So schön ist es. Wenn ich müsste, ne? Ich muss natürlich nicht. Ein Glück. So, die Gefangenen haben bereits die erste Dusche hinter sich. Und irgendwie habe ich nur 2 Wachen. Wo ist denn die dritte? Und die vierte? Da. Stimmt, ich habe jetzt 4 Wachen. Ho, 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 ho. Voll toll. Ich zoome hier gleich nochmal ein bisschen an die Gefangenen hin. Wie sie sich alle da oben rumdrücken, die Wachen. Geht mal hier bitte in die Dusche mit rein. Da sind so viele Gefangene. Ich habe echt Angst, dass sie sich verprügeln. Und dann kriege ich kein Geld mehr. Nackte Gefangene. Ich hoffe mal, die Duschen reichen für die alle. Vielleicht gibt es sonst auch nochmal Klopperei. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist so der Ort, wo sie halt alleine sind, ne? Wo niemand mit reingeht. Und ihre Zellen ist mir egal, aber da können sie halt viel kaputt machen. Auch noch zusammen in der Gruppe. Da gibt es bestimmt früher oder später mal aufs Maul. Und ich möchte halt nicht, dass einer stirbt. Ja. So, alle im Auge. Wie steht denn der so dumm da? Naja, ist auch nett. You shall not pass. So, 370 Kohle haben wir schon wieder. Na, wer sagt's? 414. Oha. Ich bin so reich. Es ist einfach unwahrscheinlich, wie reich ich bin. Die machen hier wieder ihr morgendliches Training. Ich könnte früher oder später vielleicht auch noch ein zweites Telefon vertragen oder ein drittes. Wäre vielleicht auch eine Idee. Aber bevor ich mich an solche Sachen mache, wie gesagt, erstmal das Deployment und dann davor immer noch mache ich nochmal einen Zellentrakt und zwar hierhin. Ja, mit nochmal so, ja, 8, 9 Zellen hätte ich gesagt. Vielleicht so und so und dann in der Mitte einen Gang. Muss ich mal schauen, der dann hier oben vorbeiführt oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber so ist mein Plan momentan. Was ich auch noch ganz gerne hätte, das kann ich aber da vorne noch hin machen. Das wäre so ein Storage Room. Ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Da sind ein Haufen Visitor gekommen. Visitor! Und der hier wurde, glaube ich, bevisitet. Deswegen durchsuche ich den Kollegen jetzt mal. Richard Taylor. Das ist mir nämlich ungeheuerlich Oh, er hat was dabei. Ich habe es genau gesehen. Er hat was dabei. Simon Joines. Diesen Prisonier, den werden wir direkt einmal durchsuchen. Denn er ist etwas verdächtig. Oh, der hat auch was dabei. Okay. Ja, hat er bestimmt von seiner Mutti bekommen oder so. Und der Kollege hat ein Spritzchen von seiner Mutti bekommen. Da, mein Kind, dann... Ich weiß ja, was du magst, ne? So ungefähr. Wir suchen mal noch dieses Zellchen hier, wenn wir schon dabei sind. Vom Betteridge. Mark Betteridge. Oh, der muss jetzt zum Essen. Ich mach mal das Türchen auf für die Kollegen. Die kriegen nichts, weil sie hässlich waren. Weil sie gemein waren und irgendwelche Sachen mit sich rumgetragen haben oder verprügelt haben oder sowas. Deswegen kriegen die nichts. So. Wir haben schon $546 und ich denke, dass wir in dieser Folge auf jeden Fall noch das Deployment machen.
erforschen. Oder zumindest anfangen zu erforschen. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht. Hey, randalierst du oder was? Betteridge hat hier gerade so gebrüllt. Da schon wieder. Alkohol! Ich müsste vielleicht früher oder später auch noch hier so einen Metalldetektor kann man hinbauen. Da vor die Küchentür. Damit die nicht mit den Gabeln immer abhauen. Das gibt's ja auch regelmäßig, ne? Dass einer mit einer Gabel abhaut. Das ist natürlich auch nicht schön. Das sind schließlich meine Gabeln. Aber ich weiß gar nicht, ob die Gabeln im Gefängnis überhaupt aus Metall sind. Ich hätte jetzt gesagt, die sind eher aus Kunststoff. Aber, ne? Vielleicht, ich bin ja schließlich ein Luxusknast. Ich habe ja auch zwei Bücherregale. Und zwei Common Rooms. Ich meine, das muss man sich mal geben, ne? Das ist ja fast ein Buch für jeden Gefangenen. Das ist ja helle Wahn. Mehr Luxus gibt's bei mir einfach nicht. Außer eben noch das Metallgeschirr, das es wohl auch gibt. Und, ja, da hat schon jemand das Gäbelchen gezückt. Ich hab's genau gesehen. Baron Chrislet Trim, der wird jetzt direkt mal von mir durchleuchtet. Und, gleich müssen wir sehen. Ja, er hat das Gäbelchen am Start. Wollte er meine Wache gabeln wahrscheinlich. Gemeine Gabelung. Eine Wegesgabelung. Wer trommelt denn da? Da trommelt doch jemand. Ah! Brown hat auch was am Start, ich hab's genau gesehen. Eine Spritze oder eine Pille oder sowas. Also nicht ganz schlimm, aber schlimm genug. Oh, und da gibt's schon wieder fast Aufstand hier. Zumindest sagt es mein Chief. Und der muss es ja wohl wissen. Er sitzt ja schließlich den ganzen Tag in seinem Büro. Mann, und wie die da dumm rumstehen, ne? Der da draußen bei den Deliveries ist halt der nutzloseste von allen. Boah, Feuerzeug, Alter. Da wollte man einen Betonknast anzünden. Da randaliert doch irgendwo jemand. Ich hör's doch genau. Wer randaliert hier? $722. Das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Besuchen wir dieses schöne Zellchen mal. Wenn wir schon dabei sind, ne? Schadet ja prinzipiell nie. Gleich geht's für die zur Freetime für die Kollegen Gefangene. Ja gut, der eine da draußen macht halt nur insofern Sinn, als dass er die Tür aufmachen kann. Für Visitor und sowas. Aber das ist mir ja prinzipiell egal, ob die reinkommen oder nicht. Mal wieder in die Dusche. Ich muss trauen den wirklich beim Duschen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich meine, ich hatte ja noch keinen Zwischenfall in der Dusche. Aber, ne? Man weiß ja nie, ne? Nachher rumpelt's doch mal in der Dusche. Jetzt haben wir wieder $100 mehr. Keine Ahnung, an was das liegt, wirklich. Ich weiß es nicht. Naja. So. Also jetzt verdienen wir wieder 100 mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist echt seltsam. So, jetzt kommen sie nochmal 2 Stunden zum Essen raus und dann geht's in die Haia. Für die orangenen Männer. Und, nee, Frauen sind's ja eigentlich nicht. Sind bloß Männer. Ist ja klar, ne? Gemischter Knast ist irgendwie nicht so. Nicht so geil. Ich glaube, Lovegrove hat irgendwas in der Hand gehalten. Ich hab's doch genau gesehen. Lovegrove. Muss jetzt nichts mehr verstecken hier. Na, was war's? Was war's? Ein Schraubenzieher. Ja, da hat er so getan, als hätte er nichts. Oh! Jacoby! Altes Hundegesicht. Ist doch auch was am Start. Und hatte der hier auch was? Fraser Bacon Killer Brown. Das wird überprüft. Boah, jetzt gibt's hier Randale. Leute, ich brauche euch. Alle hierher. Schlägerei, Schlägerei, Schlägerei. Aber ich habe so viele Wachen. Oh, der eine ist bewusstlos. Der kommt erstmal, wird weggesperrt und der hier, ja, der wird vielleicht irgendwann abgeholt, der bewusstlose Kollege. Wenn ich liegt, da halt auch ein bisschen, ne? Aber durchsucht ist der immer noch nicht, der Kollege da. Ich glaube, der hat was am Start, ey, wenn der da so Krawall gemacht hat gerade. So, ach ne, was macht der jetzt? Ach, der schickt den jetzt auch noch ins
ins Lager da. Machen wir die hier mal dem Workman und dem seltsamen Prisoner hier mal das Türchen auf. Der Scherer hat er dabei. Deswegen hat er auch so Radau gemacht bei der Durchsuchung, ne? Ist ja klar, ist ja verdächtig. Ich glaube, die Zelle von Ari haben wir noch nicht durchsucht in den letzten 3 Tagen, nicht? Deswegen muss ich das jetzt einfach mal machen. Ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt, dass da jemand buddelt. Ich mag das Buddeln nicht. Denn er mag das Buddeln nicht. Mache ich mal ein bisschen flinker. So. Ja, hat er was dabei. Hat er was dabei, der Ari. So, die Stunde ist gleich rum hier oben, seht ihr. Immer wenn die Stunde rum ist, hier oben rechts, bekomme ich mein Cashflow, also bekomme ich Geld. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt genug Geld, um das Deployment zu starten. Yo! Dauert jetzt 5 Stunden, also 5 Ingame-Stunden. 5 Stunden vom Spiel, ne? Nicht irgendwelche anderen 5 Stunden. Sorry für den Wackler gerade am Mikrofon, das war keine Absicht. Und ich würde sagen, wo ist er denn? Ach, der ist der Chief, der das erforscht. Oh nein, der macht gerade Urlaub, oder was? Der restet gerade. Alter, geh an Arbeit, Stinker. So, jetzt geht er wieder zurück an die Arbeit. Und er erforscht auch schon ganz fleißig. Zumindest steht das da unten. Doch, Researching Deployment. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die sollten doch eigentlich alle schlafen, dachte ich. Und so wieder auf mittlere Geschwindigkeit. Und dann kann ich jetzt gleich mal, das ist so geil, wenn ich dann einfach sagen kann, ihr, eine Wache steht einfach in dem Zellenblock und eine in dem, dann habe ich einfach immer alles im Blick sozusagen. Also ein bisschen zumindest. Und dann steht keine mehr in der Küche rum, das ist so lächerlich. Oder in der Kantine, wenn da halt eine rumsteht, noch irgendwie nachts um Ultimo. Suchen wir die Zelle, der ist ja eh noch wach, der Kollege. Die Zelle durchsuchen wir dann gleich auch noch. Sehr gut. Zelle durchsucht. Was könnten wir eigentlich noch alles erforschen? Das hier sind Kameras, das wäre natürlich auch irgendwie geil mal. Aber ich würde vielleicht mehr in Richtung Finanzen gehen dann mal. Bin mir nicht sicher. Oder Maintenance. Was macht denn der Kollege hier? Allows you to spend more each day than your income would normally allow. Assuming you have the funds in reserve. Okay. Ein Bankloan? Nee, ich möchte eigentlich keinen Kredit aufnehmen. Weil dann zahle ich ja wieder drauf, dann geht mein Cashflow wieder runter. Das ist natürlich auch scheiße. Tax Relief, das finde ich ganz cool. Also habe ich dann weniger Ausgaben. Aber ich glaube, Maintenance wäre so das Erste, was jetzt als Nächstes kommt. Und dann, Prison Policy, ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind jetzt wieder an einem neuen Tag und... Und ich hoffe, er erforscht irgendwann mal ordentlich. Ja, erforscht. Und, wie das Ganze aussieht, wenn wir fertig ist mit Erforschen und wieder neuer Tag wird. Und... wie der neue Knastanbau wird, den wir hoffentlich jetzt in der nächsten Folge machen werden. Das erfahrt ihr, wie eben schon gesagt, in der nächsten Folge von Prison Architect. Bis dahin, bleibt dran und macht's gut. Tschüss. Ja, wir haben hier was Schönes Neues erforscht. Also wir haben eine Wache eingestellt. Wir haben ein paar fiese Gangster überführt, die irgendwelche Heckenscheren und ähnlichen Kram einschmuggeln wollten, beziehungsweise eingeschmuggelten hatten schon, also hatten. und wir haben einen Bohrer im Salat gefunden, wer hätte das gedacht? Und ich würde sagen, ja, ist eine ganz gute Folge, wir haben ja ordentlich Einnahmen, seit die neuen Gefangenen da sind, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Prison Architect. Bis dahin, macht's gut, tschaußen!